Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Wir gewinnen hoffentlich jetzt zwei Spiele in Folge. Also erstmal eins und dann das nächste. Und nicht wie beim letzten Mal, wo wir dann ja unverdienterweise verloren haben. Ich denke, da wären Unentschieden deutlich gerechter gewesen. Aber wir haben auch nicht das Maximum ausgeholt aus unserer Spielweise. Das muss ich leider zugeben. Aber das machen wir jetzt wieder. Reparier, Origi, die drehen durch. Origi hat länger nichts mehr gemacht. Oh, ein Leihschmeichel im Tor. Schneller Sturm, alle Hawk. Schauen wir mal. Und Hunter auf Tolisso im ZM. Interessant. Warum fällt das Tor? Weil ich einen falschen Spieler bekomme. Ich. Oh, nee. Halt's Maul. Egal. Die drehen's einfach. Nice luck. Aha, er macht also gerne Tricks, wie es aussieht. Was ist das denn? Super verteidigt! Herzlichen Glückwunsch! Schmelzer oder wer das war. Oh. Fuck you, ey. Ja, komm, wir machen mal einen Werbespiel nach dem anderen. Egal, erst zwei Tore, das schaffen wir schon noch. Toll. Was bin. Ich denke jetzt wahrscheinlich, dass ich einen Rage Quit mache, aber ich stelle die Formation um. Ich glaube, sind die schnellsten drei Tore, die wir bisher gefressen haben. Noch Abschluss, aber auch der linke.
Schönes Abwehrverhalten. Gott! Aber in dem, der Formation läuft es schon mal deutlich besser. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir hier einen Gegner haben, wo wir es unbedingt schaffen, drei Tore aufzuholen. Dafür spielt er zu gut. Aber es ist in FIFA 18 alles möglich. Da wollte ich nicht hinpassen. Nicht dahin. Oh, egal, was ich für Ideen habe, es ist immer scheiße. Mann, immer dieser letzte oder vorletzte Pass funktioniert nicht. Elfmeter. Och, fick dich. Both officials indicated there will be a minimum of 2 minutes of added time. Ja, aber taktisches Foul, kein Bock, dass da weiter rennt. Wenn dieser verdammte vorletzte Pass mal kommen will, oder letzte Pass, dann. Ach, ist das zum Kotzen. Aber ich bin jetzt besser, wie gesagt, eine kleine Außenseiterchance haben wir noch. Wahrscheinlichkeit ist ja gering, aber ich gebe hier nicht auf. Vielleicht wird es noch das größte Comeback aller Zeiten. 3-0 haben wir nicht geschafft, 2-0 hatten wir schon mal. Okay, 3-1. Wir sind wieder da. Sehr gut, dass es vor allem direkt am Anfang der zweiten Hälfte kommt. Jetzt haben wir noch genügend Zeit, hier 2 Tore zu schießen. 2 Tore sind immer drin. Schwieriges Tor, was Werner da schießt.
Ja! Ja! Kimmich, come on, wir brauchen noch eins. Komm schon. Komm schon. Noch ein Tor, komm schon. Wieder in den Posten und rein. Komm schon, noch ein Tor. Number 2, Joshua Kimmich. Krass, diese Ribéry. Sehr geil. Komm schon, noch ein Tor, komm schon. Was? Wo rennt denn mein Spieler hin? Zum Glück hat er den Scheiß. Wie, das war kein Foul. Den muss er doch machen, Arangis. Oh, den musst du doch machen, Mäusel. Was ist denn los? Also wenn wir das jetzt nicht schaffen, dieses 3-3, dann wir müssen uns gar nichts vorwerfen. Wir haben Moral bewiesen. Schade. Schade.
Schön, dass da gar niemand mehr steht. Scheiße! Wieder nicht geschafft! Das war das letzte Mal schon so, als wir 3-0 hinten lagen. Super knapp am Ende, noch die fette Chance gehabt. Wieso macht er nach angesichts des 3-3 verflucht? Aber egal, wir haben Moral bewiesen, wir waren gut dran. Und ich würde sagen, am Ende ist es auch kein verdienter Sieg mehr vom Gegner. Das 3-3 wäre verdient und ein Unentschieden wäre schön gewesen, aber es hat halt nicht sein sollen. Kann man nichts machen. Wir haben alles gegeben und wie gesagt, mehr können wir uns nicht vorwerfen. Vielleicht hätte ich schon nach dem 2-0 auf das 4-1-2-1 verwechseln sollen. Weil damit stand ich irgendwie besser in der Verteidigung. Schade. Ach, bitter. Aber egal. Wir haben, wie gesagt, Moral gezeigt. Das ist erstmal wichtig. Mist. Gewinnen wir eben jetzt das Spiel. Nehmen doch einfach gelb. Was für ein Idiot, ey. Meine Fresse, dann nimm halt ein anderes Trikot, wenn du das nicht haben willst. Ach, jetzt spielt er uns. Ich hoffe nur, dass er, dass das Karma direkt zuschlägt. Und ihn verlieren lässt. Und dass er jetzt, wenn er mein Team sieht, denkt, oh mein Gott, hätte ich ihn noch nicht gespielt. Morata, 84er Inform. Nee, Jesus, okay. Quatsch, Morata ist schon normal, ein 84er. Inform Jesus, alles klar. Stellt er wahrscheinlich schon wieder um. Ja, mal gespannt. Vielleicht ein 4-1-2-1-2. Ich habe mir jetzt auch nicht die Champions League Styles angeschaut. Na komm. So, jetzt aber. Komm on, spiel gut. Das war mal eine schöne Flanke. Schade. Ja, sowieso als er jetzt gewesen, aber Koulibaly hat ihn ja auch. Schade. Schön gemacht mit Musaccio. Oh. Digne oder was? Der dicke Digne. Ah, ich muss sagen, mittlerweile finde ich auch Koulibaly besser als Musaccio. Das ist schon mal gut festzustellen. Das heißt, der nächste Innenverteidiger kommt dann für Musaccio. Wobei ich glaube, dass seine Kopfballstärke hat. Oh, Pech gehabt. Hat Musaccio vor allem, seine Torgefahr vor allem deswegen eingebüßt, weil halt Koulibaly da ist und er jetzt immer im Strafraum rumlungert. Und ich glaube, Musaccio steht hinten und sichert mit ab oder steht halt woanders im Strafraum, dass er nicht so gut zum Ball mehr kommt.
Anders kann ich mir das auch nicht erklären. Geil, super geil gespielt, aber anders kann ich mir auch nicht erklären, wieso der auch gar nicht mehr zum Kopfball kommt. Ich glaube, das liegt an Koulibaly, weil der ja den Platz jetzt wegnimmt. Weil er rein theoretischerweise irgendwie kopfballstärker ist, der Koulibaly. Eigentlich, weil er auch größer ist, aber er macht's nicht. Musacchio ist der Einzige, der so regelmäßig die Dinger gemacht hat. Schöne Vorlage von El Shaarawy. Schöner Seitenwechsel. Lagertor, hundertprozentiges Lagertor. Wenn mein Spieler den nicht nochmal gefährlich zum Gegner bringt. Aber egal. Schönes Lagertor. Nachdem ich meinen so geil rausgespielt habe. Da war Musacchio. Kaum sage ich's. Kommt er zum Kopfball, leider halt ohne Tor. Also er steht ja schon noch irgendwo mit rum im Strafraum, aber halt irgendwie nicht da, wo ich hinflank. Wie, das war kein Abseits. What? Okay, dann war es eine krasse Parade von Donnarumma auf jeden Fall. Ich meine, wäre es so oder so, aber ich dachte halt echt für Abseits. Krasses Tor von Khedira, das war auch wieder mal schön rausgespielt, die Schusschance. War ein schwieriges Tor auf jeden Fall. Ah, die Schusschance war gut rausgespielt und ja, kein Lagertor. Zumindest was die Chance angeht. Dass das Ding reingeht von Khedira, war halt schon schwierig. Macht er nicht jedes Mal so. Aber er hat wie gesagt einen anständigen Abschluss für jemanden, der eigentlich Sechser ist. Und ist absolut verdient, dass wir hier führen. Der will es aber auch bis ins Tor rein kombinieren, oder? Er hätte doch jetzt schon zweimal schießen können. Nein. Das ist gefährlich, dieses Scheiß durchkombinieren, weil es bedeutet nämlich, wenn er dann doch mal zum Schuss kommt, dann steht er quasi im Tor schon halb drin. Also der geht dann auf jeden Fall rein. Das ist das Problem. Es ist halt schönerweise so, dass es schwierig ist, dann da durchzukommen und überhaupt erstmal den Spieler angepasst zu bekommen, den man anpassen will. Aber wenn er dann das schafft und schießt und der Schuss wird nicht geblockt, dann haben wir halt ein Riesenproblem. Da wollte ich, naja, egal. Zum Glück schwacher Abschluss. Scheiße, wir brauchen noch mindestens ein Tor. Ich merke das. Also, eigentlich brauchen wir noch zwei, aber... Erstmal eins überhaupt, damit wir hier ein bisschen Ruhe haben. Kann mir nicht vorstellen, dass das Spiel 2-1 ausgeht und dass der Gegner nur ein Tor schießt, kann ich mir auch nicht vorstellen. Das war dumm von mir.
Geil gemacht mit Ghedira. Das ist halt einfach ein tolles Biest. War noch dran, oder? Ja, ich wollte gerade sagen, er war noch dran. Oh, faul, 11 Meter, wird natürlich nicht gepfiffen, was sonst. Eieieiei, das ist ein spannendes Spiel, das ist ein sehr knappes Spiel vor allem. Ich denke, dieser Hall, also dieser Tor, dieses kleine Tor Vorsprung ist verdient. Aber es ist schwer. Wir hatten auch gute Chancen, Gegner hatte gute Chancen. Und wie gesagt, das Ding ist halt, das Tor vom Gegner war halt ein pures Lackertor. Und meins war halt schön rausgespielt. Beide im Endeffekt, auch wenn das zweite ein schwerer Abschluss war. Scheiße. Hier haben wir Glück, dass er die Ballalarme verkackt. Das wäre Martial ziemlich heftig durchgewählt. Oh, wieder so eine Formation, wo das gedeckt ist. Scheiße. Nice luck. Solche Ballverluste, da dürfen einfach nicht passieren. Aber wie, ich bin auch davon ausgegangen, dass der Pass ankommt, wenn ich ehrlich bin. Koulibaly, macht er endlich mal ein Kopfballtor. Tja, bei mir hat es halt geklappt mit dem in den Strafraum passen und dann halt Philippe Andersson halt einfach den guten Abschluss für den Flachschuss ins, ich glaube in dem Fall kurze Eck. So, 3-1, jetzt haben wir erstmal ein bisschen Ruhe, aber ich wette mit euch, der Gegner schießt noch mindestens ein Tor. Also ich würde mich natürlich freuen, wenn ich mich irre, aber solange es nur eins ist, kann ich damit leben. Pause angemeldet von Snapshot LP22. Das klingt ja fast, als wenn er einen Kanal hätte. Escharawi, ich habe 2 Tore Vorsprung, ich lasse meine Wechselspieler mal erholen. Schon wieder ein Pass, wo ich denke, okay, der kommt. Hehe, war Martial zu sehr damit beschäftigt, Lichtsteiner wegzudrücken und deswegen hat er dann den Ball, die Ballkontrolle verloren und der rollt ins Aus. Schade. Das war knapp. Das war dumm. Ich habe ihn nicht gesteuert. Also ich konnte nichts machen gegen diese... gegen diesen Stellungsfehler. Und das war komisch, dass Khedira sich da so komisch hinstellt, weil er eigentlich solche Fehler nicht macht.
Brozovic ist nicht wirklich schnell, aber hier ist halt gerade gar niemand mehr, weil ich auch sehr defensiv spiele. Und wir kommen noch zu einem guten Abschluss. Krass, also zu einer guten Abschlusschance, weil so richtig abgeschlossen haben wir ja nicht. Das wurde leider geblockt. Ja, ich dachte, der andere Spieler bekommt ihn und ich wollte ihn in den Lauf von Philippe Andersson spielen. Oh, das wird dumm. Wenn wir jetzt ein Tor fressen, dann ist es meine Schuld, leider. Man merkt, dass sie keine Ausdauer mehr haben. Pässe kommen beschissen von den Spielern, die keine Ausdauer mehr haben. Das ist ein bisschen aggro unterwegs, rennt viel zu aggressiv auf den Ballführer. What? Oh, kriegt da echt noch einen Fuß rein? Mann, Mann, Mann. Ich wollte gerade einen Deckel drauf machen. Sterling, der hat es glaube ich eingewechselt. Und rennt damit einfach mal in Musacho rein, why not? Oh, es ist eigentlich schon rot, glaube ich. Also, ich glaube, ich wäre im echten Leben rot. Mann! Wieder nicht! Ah, hat glaube ich auch nicht straff genug geschossen. Scheiße, wenn ich mit Khedira in die andere Ecke schieße, dann geht er wahrscheinlich rein. Aber es war ein schwerer Abschluss, hat man gesehen. Hat er auch direkt geschossen. Oh, es sah wieder so aus. Als wenn er hinten reinfallen würde ins lange Eck. Oh, das war Koulibaly. Na, herzlichen Glückwunsch. Will er jetzt unbedingt ein Tor fressen, oder? Naja, dieser Cech macht aber auch gerade Spiel seines Lebens. Alles Gefühl. Dafür halt die Feldspieler nicht. War ein ganz normaler Pass, aber wie gesagt, Andersson hat auch überhaupt keine Ausdauer mehr. Das ist so krass, wie schlecht die Pässe dann teilweise werden. Ich nehme mich auch hier ein bisschen rumgrätschen, Fräulein. Siehst du? Meine Grätschen kommen auch noch. Sehr geil, Spiel gedreht, wichtig. Oder? Wir haben das Spiel gedreht, oder? Oder? Der Gegner hat es 1-0 gemacht, oder? Ich bin gerade unsicher. Wie war denn das? Wie war denn das? Wir können ja danach schauen, wir sehen es ja gleich. El Shaarawy macht keinen Tor, aber Man of the Match zusammen mit Brozovic. Tore Brozovic, Khedira, Andersson, Vorlagen. Zweimal El Shaarawy, einmal Brozovic. So, wir hatten jetzt das erste Tor geschossen. Wir haben das erste Tor geschossen. Ach ja, stimmt. Und dann kam das Lackertor von Jesus, der Ausgleich. Alles klar. Gut, ich glaube, also ich will auf jeden Fall noch ein Spiel machen, aber ich mache ja immer in einer Aufnahme zwei Spiele. Deswegen werde ich wahrscheinlich ja auf 9 runterspielen und dann am Sonntag noch 9 Spiele machen. Das heißt, ich mache jetzt noch eine Aufnahme hier an dem Samstag und dann schauen wir weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Euer Paxis. Tschüss.